Liebe Oldenburger, ich darf Sie zu einer neuen Folge von Nachdenken mit Jaspers, Dialoge zur Zeit, begrüßen. Der heutige Gast im Studio ist Dr. Thomas Spahr vom Surkamp Verlag, dort seines Zeichen Editor at Large, ein Diplomat des Verlages, der in alle Richtungen sondiert, Menschen kennt, spricht, der aber auch im Zweitberuf als Literaturwissenschaftler Schriftsteller ist, Autor ist und jüngst ein Buch geschrieben hat, dieses Buch, ein dunkles Buch, ein gewichtiges Buch, Todesfuge, Biografie eines Gedichtes. Es ist die Geschichte eines Gedichtes, der Todesfuge, ein weltbekanntes Gedicht, aber zugleich auch die Geschichte seines Autors, seines Dichters, Paul Celan. Herr Spahr, wie kamen Sie dazu, dieses Buch zu schreiben? Lieber Herr Bormuth, liebe Oldenburgerinnen und Oldenburger, ich bin dazu gekommen, eher durch Zufall, wie so oft im Leben, als es darum ging, in einem Enzyklopädieartikel etwas über dieses Gedicht zu sagen, die Todesfuge, das wohl bekannteste Gedicht nach 1945, am meisten übersetzt, am häufigsten gedruckt, wohl auch am häufigsten interpretiert. Und das hat mich zu der Frage geführt, wie ist dieses Gedicht entstanden, wann ist es entstanden, unter welchen Umständen, wovon spricht es und welche Wirkung hat es gehabt? Eine Wirkung, die das Leben des Autors, der vor 50 Jahren gestorben ist, einfach überschreitet, noch einmal 50 Jahre länger dauert. Und insofern nenne ich es die Biografie eines Gedichts und unterscheide es etwas von der Biografie des Dichters selber. Wenn wir am Anfang des Gesprächs zum Dichter selbst kommen, Paul Celan, der viel zumindest dem Namen nach bekannt ist, so wissen die meisten auch, dass er als rumänischer Jude in der Bukowina, einer Gegend, wo Bücher und Menschen zu Hause sind, groß geworden ist, in Czernowitz aufgewachsen, einer damals großen, lebendigen Kulturmetropole, kann man sagen, 1920 geboren. Was hat man sich darunter vorzustellen, dieser Gegend Bukowina, in der er aufgewachsen ist? Man muss sich diese Landschaft und diese Stadt als etwas vorstellen, was es heute gar nicht mehr gibt. Wenn Sie diese Stadt durchquert haben, so haben Sie 8 verschiedene Sprachen hören können. Jiddisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Russisch, Polnisch. Es gab Ansiedlungen von Sprachen in den Schulen. Es gab ein ukrainisches Gymnasium im Unterschied zum rumänischen. Es gab hebräische Grundschulen. Es gab zahlreiche verschiedene Tageszeitungen. Jeder dieser Bewohner konnte mindestens 3 oder 4 Sprachen. Es war auch kein friedliches oder nur friedliches Zusammenleben, sondern es war eine Stadt voller Spannungen, eine Stadt, die als österreich-ungarische Metropole, man nannte sie auch Klein-Wien, einen singulären Aufstieg erlebt hat, eine Vielvölkerstadt. Eine Vielvölkerstadt in einem Kaiserreich, das weit, weit bis Osten und nach Galizien reichte und insofern auch eine Vielsprachenstadt. Rosa Ausländer, die große Tochter der Stadt, sprach von einem Wortlaub, das sie dort gefunden hat. Und diese Vielsprachigkeit, die hat Celan sehr stark geprägt. Er wurde als Paul Anschel, als rumänischer Jude geboren, aber er blieb eigentlich deutschsprachig sein Leben lang. Er hat nur auf Deutsch gedichtet, aber aus dem Französischen, aus dem Rumänischen und aus vielen anderen Sprachen übersetzt, die ihm durch seine Herkunft zuteil wurden. Sie beschreiben in dem Buch sehr eindrücklich, dass Paul Anschel damals in einer Stadt groß wurde, wo ein Teil der jüdischen Bevölkerung Jiddisch sprach, aber seine Familie war Einzelkind, sein Vater war im Gewerbe tätig, sehr viel Wert darauf legte, Hochdeutsch zu sprechen. Das heißt, die Bildungssprache, die Sprache Wiens, die Sprache der europäischen Kultur, der Westjuden. Ich glaube, diese Spannung zwischen dem Ostjüdischen und dem Westjüdischen ist durch Paul Celan mitten hindurchgegangen. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Also es gab eine Oberstadt und eine Unterstadt. In der Oberstadt hat man Deutsch gesprochen, in der Unterstadt sprach man Jiddisch. Und die Deutschsprachigen haben sich von den Jiddischsprachigen unterschieden. Sie waren die gelehrte
Oberschicht, das Bürgertum, zu dem auch die Familie Anschel, also die Familie von Paul gehörte. Der Vater war Bautechniker, die Mutter stammte von der Elbe in Aussig, also eine böhmische Mutter. Mhm. Und das Jiddisch war eher das Kennzeichen der Zugewanderten, der Ärmeren. Und der englische Übersetzer der Todesfuge oder der amerikanische Übersetzer hat Paul Celan dann später in den 60er Jahren einmal gefragt, woher stammt ihr Jiddisch? Und Celan hat geantwortet, das habe ich in den Lagern gelernt, in den Lagern, in die er dann in den 40er Jahren mit der Deportation kam. Vielleicht können wir da auch ein Stück bleiben, das ist ja für ihn und für die Familie eine große Zäsur. Die Eltern kommen in den Lagern um. Es sind verwickelte Verhältnisse dort in Rumänien. Die Sowjets sind kurze Zeit dort, die Deutschen kommen und im Zuge dieser deutschen Besatzung werden die Eltern in den Lagern, im Lager verbracht und sterben auch. Und er selber kommt in ein Arbeitslager und überlebt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch wie Sie es schildern, ist das die traumatische Zäsur seines Lebens. Das war ganz sicher das Trauma seines Lebens, dass er über die Todesumstände seiner Eltern nur wenig erfahren hat. Der Vater ist nach der Deportation 1941 bald darauf an Typhus gestorben und die Mutter, wie wir heute vermuten, durch einen Genickschuss. Sie sind in Lager östlich des Bug, des Flusses verbracht worden, sogenannte Durchgangslager. Mhm. Damals wurde die sogenannte SS-Straße errichtet, eine riesige Trasse, die von West nach Ost führen sollte, um Munition und Wehrmachtsangehörige an die Front zu bringen. Mhm. Und man hat Durchgangslager errichtet, in denen man nicht genau Buch geführt hat. Dort hat man die ukrainischen Juden wie die rumänischen hingebracht. Und Celan hat diese Deportation nicht erlitten, sondern er ist in den rumänischen Arbeitsdienst gekommen als ein eigentlich wehrpflichtiger rumänischer Staatsbürger und er hat insofern überlebt. Aber was heißt überleben? Er hat sich natürlich immer große Vorwürfe gemacht, dass er nicht bei den Eltern geblieben ist, dass er ihnen nicht gefolgt ist, sondern dass sie das ungleich schwerere Los hatten. Und in der Folge am Ende des Krieges ist er für gut 2 Jahre Displaced Person in Rumänien, jemand, der sozusagen nirgendwo hingehört. Und in dieser Zeit, wenn ich es richtig verstehe, ist auch die Zeit der Entstehung des Gedichtes Todesfuge. Wir haben Mühe, es ganz genau zu datieren. Wir glauben, es könnte schon Ende 1944 verfasst sein. Es gibt eine Aussage darüber. Mhm. Es könnte aber auch 1945 geschrieben sein. Jedenfalls ist Paul Celan 1944 wieder zurück nach Czernowitz in seine Geburtsstadt gekommen, in eine vollkommen zerstörte Stadt, eine Stadt im Grunde ohne Menschen. Nicht nur seine Eltern, die Schulfreunde waren nicht mehr da, die Familie war umgekommen. Er war Einzelkind, ist dann zu den Großeltern gezogen und hat dort noch einige Zeit verbracht, für die sowjetischen Machthaber gearbeitet und er hat sicherlich von Überlebenden etwas über das Schicksal seiner Eltern erfahren, über den Aufbau dieser Lager, die Beschaffenheit. Darüber wird er eingehend Erkundungen eingeholt haben, aber mündlich, sie sind mündlicher Natur. Und ich glaube, dass all das, was er erfahren hat, so etwas wie die Matrix war, wie das Muster, das an der Bildung der Todesfuge ganz wesentlich mitbeteiligt war. Und mit diesem und anderen Gedichten ist er dann im Gepäck, kann man sagen, Ende 1947, im November, Dezember 1947, ist er Richtung Wien aufgebrochen. Von Bukarest aus. Und dort hat er tatsächlich dann in Wien den Anschluss an das gefunden, was er die Welt der Literatur nannte, die er zuvor schon kennengelernt hatte. Ich glaube, das hat er schon in Bukarest gefunden. Er ist im Mai 1945 ein wenig auf Geheiß auch der sowjetischen Machthaber und Czernowitz wurde eine sowjetische Stadt
in der Sowjetrepublik Ukraine. Man tauschte die Bevölkerung aus und man drängte vor allem die jüdische Bevölkerung, die Stadt zu verlassen. So ist er im Mai 1945 nach Bukarest gegangen und hat dort zwei wilde, turbulente Jahre verbracht. Er hat in der literarischen Bohème, kann man das so sagen? In der literarischen Bohème. Er war ein schöner, gewinnender, junger Dichter, der auch das Leben genossen hat. Das heißt, Leben, Tod und Eros waren wie so verschwistert. Oft, ja, also sozusagen fast ein nachgeholtes Leben nach dem Überleben und nach dieser Traumatisierung. Er hatte eine Anstellung als Lektor in einem russischsprachigen Verlag, Cartea Rusa. Das heißt, dort wurde russische Literatur ins Rumänische übersetzt. Und er war der dafür zuständige Lektor. Er hat Übersetzungen kontrolliert und lektoriert. Und er hat selber gedichtet. Und er gehörte zu so einer literarischen Bohème, die damals in Bukarest vor der kommunistischen Machtergreifung herrschte. Und als die drohte, als das Ende des Königreichs sich abzeichnete, da hat er sich zu Fuß im Dezember 1947 auf den Weg nach Wien gebracht und nach Wochen über Budapest hat er dann Wien, das Erreichbare und Unverlorene, wie er es genannt hat, erreicht und ist dort, das kann man wirklich sagen, mit offenen Armen aufgenommen worden von den Kreisen der Surrealisten, von dem dort aufblühenden literarischen Leben, aber auch in einer Vier-Zonen-Stadt. Also ein wenig muss man sich das unmittelbare Nachkriegs-Wien auch wie das geteilte Berlin vorstellen. Sie beschreiben auch sehr eindrücklich die Begegnung mit einem alten Freund aus Czernowitz, Paul Einhorn, der bei den Sowjets als Übersetzer angestellt ist, ihm in Wien Möglichkeiten auch bietet, Freundschaft bietet, aber vor allen Dingen auch die Begegnung mit Ingeborg Bachmann. In diesen Dichterkreisen wird in diesen kurzen Wiener Monaten vielleicht das zweite zentrale Ereignis der frühen Jahre, eine großartige beginnende, aber doch hoffnungslose Liebe zwischen den beiden. Ja, es war die Begegnung einer österreichischen Lyrikerin, die das ganze Werk noch vor sich hatte, eine aufblühende, schöne, junge Frau. Und sie begegnet diesem Dichter aus dem Osten, aus dem verlorenen Osten. Sie kommt aus einer nationalsozialistisch geprägten Familie. Er kommt aus der verfolgten Familie mit allen Erfahrungen, die er gemacht hat. Und die beiden verlieben sich unsterblich ineinander im Sommer 1948. Es ist eine Liebesbegegnung, die man eigentlich von der Dichtung gar nicht trennen kann. Manche Gedichte von Celan, aber auch von Ingeborg Bachmann, können wir gar nicht von dieser Begegnung trennen. Und der Nachhall dieser Begegnung wird sie ein Leben lang begleiten. In Malina finden wir immer noch Spuren von dieser frühen Begegnung mit Paul Celan. Er hat mittlerweile seinen ursprünglichen Namen Anschel durch ein Anagramm, also die letzte Silbe wird die erste, in Celan verwandelt. Und das hat er schon in Bukarest gemacht. Und in Wien veröffentlicht er, hat Lesungen, er führt das Leben eines Bohemiens, eines mal unglücklichen, mal glücklichen Bohemiens. Und ganz sicher steht Wien im Zeichen der Liebe zu Ingeborg Bachmann. Und kann man das auch sagen, dass sozusagen diese Liebe zu Bachmann zugleich auch die Geschichte einbegreift, aus der er kommt und die Bachmann, wenn ich das richtig verstehe, als Tochter eines ehemaligen Nationalsozialisten versucht zu verstehen, dass er als Dichter Attraktivität hat, als der Paul Celan, der er ist, Verführungskraft, wie andere auch sagen, aber zugleich auch mit seiner Geschichte nicht verführt, aber doch fasziniert, dieser schrecklichen Geschichte, dass beides ein Stück zusammenkommt. Beide kommen zusammen und tauschen sich aus, etwas, was wir bei den Begegnungen von Opfern und Tätern, darüber werden wir sicher noch sprechen, so sehr vermissen, so schmerzlich vermissen, einen Austausch über die jeweiligen Vergangenheiten, den hat es zwischen Celan und Bachmann ganz sicher gegeben. Das heißt, Ingeborg Bachmann wird über ihre Herkunft berichtet haben und Celan wird ihr etwas berichtet haben. Und sie haben sich ausgetauscht,
Aber natürlich war es auch die Erfahrung, dass sie von ganz verschiedenen, aus verschiedenen Sphären, verschiedenen Welten zueinander kamen. Und es scheint ja auch so zu sein, wenn man sieht, erst nach wenigen Wochen, nach 5 Wochen war sozusagen die gemeinsame Wiener Zeit zu Ende, dann nach Paris gegangen, dass diese Liebe eine ist, die sagen, im Grunde nur auf Entfernung, auf Sehnsucht hin, auf Nicht-Realisierung hin zumindest ihre Kraft entfalten konnte auf Dauer. Das sind vielleicht die größten Liebeserfahrungen, die wir machen. Und wir machen ja vielleicht auch Liebeserfahrungen immer dadurch, dass wir eine Distanz bewahren. Und es ist eigentlich auch gar nicht mehr biografisch genau nachvollziehbar, warum Celan nicht in Wien geblieben ist oder warum Ingeborg Bachmann ihm nicht nach Paris gefolgt ist. Beide hielten enge Verbindungen nach Celans Aufbruch im Juli 1948 nach Paris. Mhm. Und vielleicht haben beide insgeheim gespürt, so intensiv der Austausch ist, so essentiell und existenziell er auch ist, das Zusammenleben, ein gemeinsamer Alltag wäre wohl doch nicht möglich gewesen. Und vielleicht können wir an dieser Stelle sagen, eine kurze Lesepassage einfügen, wo Ingeborg Bachmann als diejenige auch deutlich wird, die Paul Celan, sie ist schon anerkannt in Deutschland, wird anerkannt als kommende Dichterin, auf die Tagung der Gruppe 47 nach Niendorf an der Ostsee mitnimmt und ihm 1952, also nach 2 Jahren in Paris, eine Art Eröffnung auf der deutschen, bundesdeutschen Literaturszenerie bietet. Vielleicht können Sie diese Passage Niendorf uns lesen. Die hat, glaube ich, sehr prägnante Züge. Gern. Niendorf war Anfang der 1950er Jahre ein kleines, verschlafenes Fischerdorf an der Ostsee, zwischen Travemünde und Timmendorfer Strand gelegen. Es gab dort ein wenig Fremdenverkehr und einige kleine Handwerksbetriebe. Aus Ostpreußen vertriebene Fischer hatten 1945 in dem Ort eine neue Heimat gefunden. Morgens machten sie ihren Fang in den kleinen Hafen, den sie direkt vom Boot verkauften, weiter ins nahe Lübeck oder ins nicht allzu weit entfernte Hamburg verfrachteten. So war Niendorf ein vollkommen unspektakulärer Ort in Nachkriegsdeutschland, ist es bis heute geblieben und wurde doch zum zentralen Ort für die Aufnahme der Todesfuge in Deutschland. Jedes Mal, so wird Celan am letzten Tag im Mai 1952 schreiben, jedes Mal, wenn ich an dieses Dorf an der Ostsee denke, habe ich den Eindruck, als käme ich vom Ende der Welt zurück. Das Ende der Welt hatte Hans-Werner Richter zum Ort erkoren, an dem die Gruppe 47 sich zur Frühjahrstagung 1952 versammeln sollte. Eine buchstäblich aparte Wahl, die Richter vielleicht auch deshalb getroffen hatte, weil er selber von der Ostsee stammte, aus Heringsdorf auf Usedom, ein Anfang der 1950er Jahre kaum erreichbarer Flecken. Er lag in der neu gegründeten DDR. Genau genommen war Celan zu dem Treffen gar nicht eingeladen. Ingeborg Bachmann hatte seine Teilnahme angeregt. Am 8. April 1952 schrieb sie ihm: In diesen Tagen wirst du, lieber Paul, wahrscheinlich schon die Einladung der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart zur Tagung der Gruppe 47 in Hamburg bekommen haben. Ein Bus würde von Süd nach Norddeutschland fahren und unterwegs die teilnehmenden Schriftsteller aufnehmen. Am 9. Mai erklärte sie ihm: Leider habe ich mit meinen stillen Befürchtungen recht behalten. Die Einladung an dich ist nicht abgegangen, keineswegs aus Gründen, sondern infolge schlechter Organisation. Richter hat nun diese Karte an dich geschrieben, die ich an mich genommen habe, damit sie auch tatsächlich aufgegeben wird. Sie ist herzlicher gemeint, als sie dich liest, als sie sich liest, und ich bin wirklich der Überzeugung, dass du fahren solltest. Sie stellt ihm dann Honorare in Aussicht und tatsächlich liest sich die Einladungskarte etwas frostig. Gruppe 47 nannten sich die Teilnehmer der von Hans-Werner Richter 1947 ins Leben gerufenen Schriftstellertreffen. Richter lud anfangs halbjährlich, später einmal im Jahr, befreundete Autoren sowie Kritiker zu Gruppentreffen ein, die literarischem Austausch und gegenseitiger Kritik einen Rahmen bieten sollten. Es war eine Plattform, eine Art erster Öffentlichkeit für junge, noch unbekannte Schriftsteller, aus dem Entstehen begriffenen oder gerade publizierten Werken vorzulesen. Auch wurde ein Preis ausgelobt,
über den am Ende der dreitägigen Zusammenkunft von den mitwirkenden Autoren abgestimmt wurde. Eine solche Zusammenkunft von Schreibenden war damals in einer Zeit ohne Festivals mit nur wenigen Verlagen und kleinen Buchhandlungen ganz ungewöhnlich und wohl die erste Form des Literaturbetriebs im modernen Sinne. Neben den Schriftstellern reisten Verleger an, einige Kritiker, vereinzelt Übersetzer. Anfang der 1950er Jahre waren fast alle knapp bei Kasse. Das sprach für Niendorf und das Hotel Kasch, das Gästehaus des NWDR, des damaligen Nordwestdeutschen Rundfunks und heutigen NDR, das direkt am Strand gelegen als Erholungsheim für Angestellte des Senders diente. Der NWDR konnte die angereisten Schriftsteller und Schriftstellerinnen um Funkaufnahmen bitten, ohne dass sie eigens nach Hamburg reisen mussten. Am 23. Mai 1952 begann die dreitägige Tagung der Gruppe 47 an der Ostsee mit 45 Schriftstellern, darunter Ingeborg Bachmann, Milo Dor, Reinhard Federmann, Günter Eich, Hans Weigel, Insel Eichinger, Heinrich Böll, Wolfgang Hildesheimer, Rolf Schröers, Martin Walser, Siegfried Lenz und Walter Jens, allesamt Autorinnen und Autoren, die damals am Anfang ihrer Karriere standen, nicht anders als der junge Dichter aus Paris. Celan gehörte zu den Gästen, die schon am Tag zuvor ankamen. Nachmittags um 4 brachte mich ein Wagen der Rundfunkanstalt zusammen mit 3 anderen Teilnehmern nach Niendorf. Wir fuhren mit 120 Stundenkilometern durch eine Landschaft, die fast keine war. Heide ohne Konturen, Ankündigung des Meeres, eines Raums, dessen Raum ich fast nicht mehr zu ermessen wagte. Ich war entsetzlich weit von Paris entfernt. So beschreibt Celan etwas und er beschreibt dann auch den Empfang in Niendorf, wo man ihn für einen französischen Dichter gehalten hat und sich wundert, wie gut er Französisch kann. Am nächsten Abend. Wie gut er Deutsch kann. Wie gut er Deutsch kann, ja. Die Frau von Hans-Werner Richter hat ihn für einen französischen Dichter mit perfektem Deutsch gehalten. Am nächsten Abend um 9 Uhr abends war die Reihe an mir. Ich habe laut gelesen. Ich hatte den Eindruck, über diese Köpfe hinaus, die selten wohlmeinend waren, einen Raum zu erreichen, in dem die Stimmen der Stillen noch vernommen wurden. Und damit zitiert Celan wieder Verse von einem gerade von André Malraux in Paris erschienenen Buch »Les Voix du Silence«, die Stimmen der Stille. Celan las an diesem Abend in Niendorf 6 Gedichte vor, ein Lied in der Wüste, Schlaf und Speise, die Jahre von dir zu mir, zähle die Mandeln, in Ägypten, ein vor allem Ingeborg Bachmann zugeeignetes Gedicht, und die Todesfuge. Die Lesung sorgte für Unruhe in der Hotelhalle. Der damals anwesende Walter Jens erinnert sich 1976, als Celan zum ersten Mal auftrat, da sagte man, das kann doch kaum jemand hören. Er las sehr pathetisch. Wir haben darüber gelacht. Der liest ja wie Goebbels, sagte einer. Er wurde ausgelacht, sodass dann später ein Sprecher der Gruppe 47, Walter Hilsbecher aus Frankfurt, die Gedichte noch einmal vorlesen musste. Die Todesfuge war ein Reinfall in der Gruppe. Das war eine völlig andere Welt. Da kamen die Neorealisten nicht mit, die sozusagen mit diesem Programm groß geworden waren. Es war Hans Werner Richter, der die Vortragsweise Celans mit der von Goebbels verglichen hatte. Milo Dor erinnert sich an Richters Aussage, Celan habe in einem Singsang vorgetragen wie in der Synagoge. In seinem Tagebuch notiert Hans Werner Richter 1970, als er von Celans Tod erfährt, über die Zusammenkunft in Niendorf 18 Jahre zuvor, es wurde sein, Celans erster großer Erfolg. Sein Aufstieg war, wie auch der Aufstieg Ingeborg Bachmanns, kometenhaft. Zwar bekam Ilse Eichinger, auch eine Dichterin aus Wien, den Preis auf dieser Tagung, aber die eigentlichen Entdeckungen waren Paul Celan und Ingeborg Bachmann. Das ist eine nachträgliche Beschönigung der Ereignisse.
Anderen Überlieferungen zufolge soll Richter Celan aufgefordert haben, die Tagung zu verlassen, was Celan schließlich nicht tat. Celans Lesung war alles andere als sein erster großer Erfolg. Sie ließ den 31-jährigen Dichter bitter und voller Zweifel zurück. Er nahm nie wieder an einer Zusammenkunft der Gruppe 47 teil, obgleich Richter ihn einlud, und der Aufstieg Celans als Dichter ereignete sich weit weniger kometenhaft, als es Richter in der Rückschau erscheint oder er die Nachwelt glauben machen will. Am Ende erhielt Celan immerhin 6 Stimmen, die ihm den Preis zuerkennen wollten, die dritthöchste Stimmenzahl. Aber Niendorf, und das heißt der erste öffentliche Auftritt Celans in Deutschland, besiegelte das Schicksal der Rezeption der Todesfuge. Das Verlachen, Nichtachten, Verkennen. Celan trug in dieses Gedicht aus einer Sprachwelt kommend ganz anders vor, als man es hörte. Es gab eine akustische Überlieferung, in der er sprach und wann immer man ihn hört. Und ich glaube, die Hörerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauer werden Celan auch noch hören. Man hört etwas Fremdes darin. Er artikuliert die Endungen wie die Vokale in langen, gedehnten Satzbögen. Er rezitiert ein wenig wie Edith Silbermann, ganz deutlich. Edith Silbermann ist eine Zeitgenossin von ihm. Er kam eben aus einer anderen Sprachwelt. Die Wiener Welt. Das ist die Wiener Welt und auch die Wiener Sprachschule, die in Czernowitz noch ausgeprägter war. Es gab einen Schriftsteller, Schauspieler, Alexander Moissy, der ganz prägend dafür war, für diese etwas gedehnte und sehr deutliche, in uns pathetisch anmutende Sprachweise. Aber es spricht viel dafür, dass Hans-Werner Richter und andere Teilnehmer der Gruppe sich deshalb gegen Celans Vortragsweise wendeten, um über den Inhalt der Gedichte nicht sprechen zu müssen. Was nahe war und nahe gelegen hätte, die gemeinsame, doch so unterschiedliche Erfahrung des Nationalsozialismus, vom Frost an den geschiedenen Fronten, wird Celan später in einem Gedicht schreiben, sollte in die Ferne gerückt werden. Goebbels rezitiert die Todesfuge. Brutaler kann man die Geschichte nicht auf den Kopf stellen. Herr Spach, vielen Dank für diese kurze Lesung aus Ihrem Buch. Es ist eine kardinale Szene am Anfang seiner Karriere. Er macht in diesem Jahr tatsächlich noch die Erfahrung, dass ein Verlag, die Deutsche Verlagsanstalt, in dem auch Ihr Buch erschien, seinen ersten Gedichtband herausbringen wird. Es war schon ein Erfolg, aber Ihre Darstellung deutet an, dass Pauzan immer auch mit Vorurteilen zu rechnen hatte, von deutschen Schriftstellern, der deutschen Kritik, der deutschen Bevölkerung, die ihm seine jüdische Herkunft und was mit ihr verbunden war an deutscher Geschichte, so nicht positiv anrechnen wollte, sondern mit einem gewissen, man könnte sagen, Ressentiment, mit einem gewissen Vorbehalt, einem Vorurteil gegenüber ihm auftrat. Das wird in ihrem, ja, in ihrem Blick auf das antisemitische Element, was durchaus in den Reaktionen auf die Lesung spürbar ist, unterstrichen. Kann man das so sagen? Man kann es so sagen, man muss sich das aber sehr komplex vorstellen. Mhm. Es gibt ein russisches Sprichwort, das heißt, Gewinn und Verlust wohnen in einem Haus. Das heißt, man muss es dialektisch sehen. Mhm. Man hat ihn verkannt, man hat ihn verlacht, aber es war ein Mitarbeiter aus Stuttgart von der Deutschen Verlagsanstalt da und hat gesagt, Ihre Gedichte sagen mir so zu, Herr Celan, kommen Sie nach Stuttgart, ich nehme Sie unter Vertrag. Was jeder Autor wünscht. Also insofern natürlich die Sternstunde eines Autors, der gar noch keinen deutschen Verlag hatte. Er hat dann die Deutsche Verlagsanstalt gefunden. Und Ende des Jahres erschien schon der Band Mohn und Gedächtnis, der zweite Band von Gedichten von ihm. Der erste war in Wien erschienen und er hat ihn wieder einstampfen lassen wegen zu vieler Druckfehler. Also er hat eine Front der Ablehnung erfahren, aber auch eine ganz essentielle Zustimmung. Das scheint mir ganz
prägend für die Jahre hernach zu sein. Wir dürfen uns Celan nicht als einen verkannten Dichter vorstellen, nicht als einen, der nicht genug Anerkennung gefunden hat. Er hat mehr Einladungen bekommen, als er annehmen konnte zu Lesungen. Er hat alle maßgeblichen Preise erhalten in der Bundesrepublik, den Bremer Literaturpreis, den Büchnerpreis, den Preis des Bunds der deutschen Industrie früh die maßgeblichen Preise erhalten. Er konnte sogar den niedersächsischen Staatspreis für Kunst ablehnen, aus Gründen, die wir nicht genau kennen. Dennoch gab es so etwas wie eine Abwehr, aber es war fast schon so etwas wie eine Selbstabwehr. Man wollte nicht über den Realitätsgehalt seiner Dichtung sprechen, sondern man hat sie in die Leitbegriffe der damaligen immanenten Interpretation übersetzt. Das meint? Dass ein Kunstwerk aus sich selbst scheine, dass es schön gestaltet ist, dass es ein ästhetisches Ereignis ist, aber keine historische Erfahrung verbirgt. Das bedeutet immanente Interpretation. Das ist die vorherrschende Schule, begründet von einem Schweizer Literaturwissenschaftler, Emil Steiger. Nämlich Emil Steiger. Und Emil Steiger war sicherlich auch in der vordersten Front, in diesem Fall darf man wirklich Front sagen, denn er stand dem Nationalsozialismus in der Schweizer Ausprägung in den 30er Jahren sehr nahe. Darüber hat er sich nie hinlänglich und seinen Schülern Rechenschaft abgelegt, aber das hat diese Schule der immanenten Interpretation begünstigt, zu Lasten einer externen oder äußeren Betrachtung. Das heißt, wenn man es rekapituliert, Dichtung als eine Art Ausflucht, als etwas Schönes, das sozusagen nicht auf Geschichte hinweist, sondern in sich schön ist, wirkt, etwas Tümelndes hat, eine Stimmung erzeugen kann. Also Stimmung, das Form, Leben ästhetisch ergänzt. Metaphorik, also alle ästhetischen Begriffe werden zu Leitbegriffen des Verständnisses zu Ungunsten von Erfahrung, Ereignis. Das heißt, und all dem, was einen historischen Grund hat. Das heißt, wenn wir von unserer Ringvorlesung kommen, über Aufklärung, über Literatur und Aufklärung, kann man sagen, diese immanente Deutung ist keine, die Geschichte erhellen will, die aufklären will, sondern die einen schönen Schein schaffen will. Die einen etwas schönen vereinfacht. Eine Erfahrung, im Grunde eine Erfahrung stiften möchte, die ja auch legitim ist. Mhm. Aber sozusagen, sie entkoppelt dieses ästhetische Ereignis, diese ästhetische Erfahrung von den historischen Voraussetzungen des jeweiligen Gedichts, des Romans oder auch des Dramas. Ich kann mal an der Stelle, Sie haben es eben schon angedeutet, auf diese wichtige Etappe seines Erfolges, auch die Verleihung des Georg-Büchner-Preises 1960 kommen. In der Rede zu dieser Verleihung wird ja von Celan auch in einer gewissen Weise seine Poetik, seine Idee, was Dichtung leisten können soll, entfaltet. Und für mich war eindrücklich, was Sie auch in Ihrem Buch betonen, dieses in die Enge gehen. Zum einen und das Eingedenken. Das sind zwei Aspekte, die in der Rede stark sind und die in Ihrem Buch auch stark gemacht werden. Was kann man sich darunter vorstellen? In die Enge gehen und Eingedenken. Was würden Sie uns sozusagen im kurzen Erläuterung, was meint das für die Poetik Celans? Für Celan war das Dialogische der Dichtung ganz wichtig. Er hat das Gedicht mit einer Flaschenpost verglichen, aufgegeben in dem Glauben, in dem nicht immer hoffnungsstarken Glauben, dieses Gedicht könne an Land gespült werden, an Herzland vielleicht, so hat er das umschrieben. Das heißt, er hat eine romantische Idee. Eine ganz romantische Idee und natürlich war Celan, sonst auch wäre er kein großartiger Dichter, sonst wäre er ein unverbesserlicher Romantiker und kannte diese Gattung der Romantik oder diese Epoche der Romantik natürlich sehr gut. Also er hat sich das als etwas Dialogisches vorgestellt, das war etwas, was von Martin Buber herrührte, ich und du, die Polarität, wir sind auf Verständnis angewiesen. Aber, so hat er gesagt, jeder Mensch soll es in seine Welt hineinnehmen. Geh mit der Dichtung in deine eigenste, allereigenste Enge und setze dich frei. Sich freisetzen heißt natürlich auch, sprich von deinen Erfahrungen und verstehe das Gedicht als auch etwas für dich Gemeintes. Also in dem Sinne,
Enge nicht nur Innerlichkeit, sondern Enge auch als geschichtliche Enge. Als eine geschichtliche Enge, als ein Verständnis des Gedichts unter dem eigenen Erfahrungshorizont, unter dem Neigungswinkel deiner Existenz, so nennt er es sogar, der Neigungswinkel. Also das Udu soll das Gedicht nicht als etwas Fremdes, sondern als etwas Eigenes verstehen. Das war ihm ganz wichtig. Und dann sagt er, wenn ich das noch ergänzen darf, in dieser Büchnerpreisrede, jedem Gedicht ist sein 20. Jänner, der 20. Januar eingeschrieben. Der 20. Januar als Jänner kommt von Georg Büchner und Lenz her. Lenz wandert durchs Gebirg an einem 20. Januar. Aber der 20. Januar ist auch der 20. Januar 1942, als am Wannsee, in dem heutigen Haus der Wannsee-Konferenz, auf einer Konferenz die Endlösung der Judenfrage beraten und in Angriff genommen wurde. Kann man davon sprechen, weil Sie erwähnten auch Lenz von Georg Büchner, der auf Wanderschaft ist, der unbehaust ist und unbehaust bleiben wird, dass Pautelan in dieser historischen Verknüpfung über den 20. Jänner sowohl die Unbehaustheit des einzelnen Menschen als auch ganzer Gesellschaften im Blick auf das, was nach 1939 passiert ist, als eine geschichtliche Erfahrung beschreibt, die sozusagen alle Menschen trifft, dass alle Menschen in einer gewissen Weise unbehaust sind, wenn sie ihr Leben tatsächlich unter den Bedingungen dieser Zeit ernst nehmen. Ist das von ihm gemeint? Das weiß ich nicht, ob es so gemeint ist. Ich glaube, Celan hat sehr darunter gelitten, dass es so wenig übernommene Verantwortung für das, was geschehen ist, gab. Das heißt, also, auf Seiten der Täter keine Korrespondenz zu dem, was die Opfer erfahren haben? Ich meine, wenn man sich überlegt, wir haben über das Gedicht Die Todesfuge gesprochen oder ich hab versucht, das Buch darüber zu schreiben. Wenn man sich fragt, oder ich frage Sie, gibt es eigentlich das Gedicht eines nichtjüdischen Autors, einer Autorin? Gibt es so etwas, wo die Todesfuge einmal aus der Perspektive der Täter beschrieben wird oder derer, die willentlich oder nicht mitgewirkt haben? Haben wir sowas? Das heißt, Sie schreiben, dass Sie auch in Ihrem Buch in den späten 50ern, ich glaube 56, als der Film Nacht und Nebel in Cannes gespielt wird, ein Film, der die Todeslager beschreibt von Alain Resnais mit einem wunderbaren Text, den Pautelan ins Deutsche übersetzt dann, kommt es dazu, dass die deutsche Regierung die Aufführung unterbinden lässt durch diplomatische Winkelzüge. Also symptomatisch für die Zeit, könnte man sagen. Ganz symptomatisch, nicht? Der damalige Bundesaußenminister lässt dann in einer Depesche an die französische Regierung Verlautbarung, das wollen wir doch nicht auf den Filmfestspielen von Cannes sehen, das ist zu in viel der Hass, deutschen Übersetzung. Das geschult werden könnte. Aber auch da muss man sagen, Gewinn und Verlust. Also es wird abgesagt und dann nötigt aber die oppositionelle SPD unter Anführerschaft der späteren Bundestagspräsidentin Annemarie Renger die Bundesregierung, der natürlich das alles hochnotpeinlich ist, auch dieses unter den Teppich kehren wollen des Films, lässt dann Filme ankaufen für die damalige Bundeszentrale für politische Bildung. Das heißt, es gibt auch doch Fürsprecher für eine geschichtliche Bewältigung schon in den späten 50er Jahren, dass man noch bevor die Auschwitz-Prozesse sozusagen ein gewisses Klima schaffen, sind Einzelne da, die in diesem Sinne auch die Perspektive für die Opfer Verständnis zu zeigen, Öffentlichkeit zu schaffen, unterstützen. Ja, es war eine der für mich erstaunlichsten, fast bewegenden Erfahrungen, dass nicht die Literaturkritik diesen Durchbruch geschafft hat, sondern die Didaktik. Einzelne Lehrerinnen und Lehrer, wie eine Lehrerin Charlotte Rumpf, die einfach systematisch beschrieben hat, wie man die Todesfuge in den Deutschunterricht integrieren kann. Und es wurde dann in allen Almanachen, Lesebüchern abgedruckt, dieses Gedicht. Wovon handelt es einfach? Und in ganz einfachen Worten schafft es diese Lehrerin ihren Schülern, das zu vermitteln, und sie schafft so etwas wie einen Dialog. Es gelingt ihr, die Schüler in die eigenste Enge, in die Erfahrung mit hineinzunehmen, von der dieses Gedicht spricht.
Und insofern ist die vielgescholtene Schule eigentlich der Ort einer scharfen und dem Gedicht Gerechtigkeit zuteil werdenden lassenden Erfahrung. Das heißt, das Dialogische ist dann doch möglich, wenn geeignete Menschen es entsprechend angemessen vermitteln können. Ich glaube, die Geeignetheit liegt wahrscheinlich im zum Dialog bereit sein, zur Korrektur, zur Wahrnehmung. Mhm. Einfach das, was Celan immer emphatisch gesagt hat, Herz, gib dich auch hier zu erkennen. Mhm. Also da, wo Kopf und Herz ein gewisses Bündnis eingehen. Aber es ist ja auch so, zeichnet Ihr Buch auch aus, dass Paul Celan selbst auch kein einfacher Zeitgenosse war, kann man sagen. Sie schildern das, dass das Jahr 1960, das Jahr der großartigen Verleihung des Georg-Büchner-Preises, auch das Jahr ist, in dem Paul Celan zu derselben Zeit konfrontiert wird mit Vorwürfen, er habe wichtige Elemente seiner Dichtung plagiiert von Ivan Goll, einem 1950 verstorbenen, ihm bekannten Dichter in Paris. Und das setzt ihm zu und setzt auch anderen Freunden zu, die versuchen, ihn zu verteidigen. Was ist da passiert? Kein Erfolg dieses Dichters war unangefochten. Nichts setzte sich gerade durch. Immer gab es Gegenwind, gab es eine Gegenkraft. Und das war tatsächlich der Vorwurf, er habe von Ivan Goll Gedichte plagiiert, erhoben von der Dichterin Claire Goll, die das in den 50er Jahren schon versuchte und dann verstärkt, Anfang 1960. Philologisch waren es Vorwürfe, die nicht haltbar sind, die heute vollkommen widerlegt sind. Man wundert sich über die Wut und die Wucht, die dahinter steckt. Das war wahrscheinlich doch eine enttäuschte Liebe der sehr viel älteren Claire Goll. Also insofern hat sich da so eine elementare Kraft dann doch zerstörerisch Raum geschaffen. Das hat Celan unendlich zugesetzt. Und zwar deshalb, weil es eben nicht nur der Vorwurf war, dass Gedichte plagiiert seien, sondern auch ein Schicksal sei plagiiert. Das heißt, er habe sich einen Opfermythos gestrickt. Und dass das ausgerechnet die Jüdin Claire Goll als Vorwurf an den Juden Celan richtete, hat die Verhältnisse nicht leichter, sondern nur schwerer gemacht. Aber es wurde ja von vielen Freunden auch geschildert, dass Paul Celan, ich denke auch an Ingeborg Bachmann, aber auch andere, dass in ihm ein ungeheures Misstrauen auch gegenüber den Menschen erwachsen ist, die es gut mit dem meinten, kann man sagen, dass denen, die helfen wollten, auch das Gefühl hatten, ich stehe unter Verdacht, nicht genug zu helfen, antisemitische Umtriebe indirekt zu unterstützen, mich nicht genug gegenzuwenden. Das heißt, Paul Celan war auch ein Mensch des starken Misstrauens zunehmend ab dieser Zeit, sodass die Frage wäre, kann man sagen, dass diese Goll-Affäre, diese öffentliche Stigmatisierung auch in ihm eine erneute Traumatisierung ausgelöst hat? Ja, so muss man das, glaube ich, verstehen. Er war ohnehin ein traumatisierter Mensch. Woher sollte er Vertrauen nehmen, wenn alle Angehörigen umgekommen sind? Die ganze Lebenswelt zerstört ist, irreversibel zerstört ist. Sie ist auch bis heute ja nie wiedergekehrt. Er hat auch nie wieder dorthin reisen können. Er hat ganz wenige Verbindungen nur halten können. Und wenn in eine solche ohnehin schon zerstörte Erfahrungswelt noch der Vorwurf kommt, man würde gleisnerisch tätig sein und also lügenhaft wirken, dann verstärkt das bestimmt das Misstrauen und lässt nicht mal zarte Pflanzen des Vertrauens aufkommen. Das hat ihm unendlich zugesetzt und das hat sicherlich auch zu einer Krankheit geführt. Eine Krankheit, die wir Verfolgungswahn nennen, also wo Dinge... Und das muss ich Ihnen als Psychiater gar nicht sagen, dass Verfolgungswahn eigentlich einen der Wirklichkeit sehr nahes, eine sehr nahe Krankheit ist. Sie holt nur wie unter dem Brennglas Wirklichkeit, vergrößert sie und lässt sie vielleicht größer erscheinen, als sie sind. Das erscheint uns heute im abgeklärten Zustand so, aber damals war es so, dass zum Beispiel der Büchner-Preis ein angefochtener Preis war. Der Dichter hat die wohl beste und tiefste Preisrede gehalten, die es überhaupt gibt. Etwas, was Philologen, Historiker, Philosophen bis heute beschäftigt, diese Preisrede der Meridian.
Aber als er den Preis bekommen hat, musste es ein Gutachten geben, ob die Plagiatsvorwürfe zutreffen oder nicht. Mhm. Insgesamt wird man sagen können, dass Celan ganz sicher kein einfacher Mensch war. Er war kompliziert. Er war sicherlich auch auf seinen Rang bedacht. Er war sich seines Ranges auch bewusst. Er wusste auch um den Wert von Inszenierungen. Aber er war auch ein gebrochener, getriebener Mensch. Nicht nur ein Mensch mit Widersprüchen, sondern fast verkörpert er in seiner Person etwas von diesem Schicksal, das uns bis heute so nachhaltig beschäftigt, von diesem Schicksal der Jahre 1939 bis 1945. Ich kann an dieser Stelle auf eine dichterische Freundin zu sprechen kommen, die er sehr geschätzt hat, mit der es am Ende auch ein kleines Zerwürfnis gab, eine Spannung, zumindest Nelly Sachs, die 1966 mit einem israelischen Autor, einem jiddisch schreibenden Autor, gemeinsam den Nobelpreis erhielt. Und sie beschreiben, dass im Vorfeld eigentlich überlegt war, ob der Nobelpreis nicht zu gleichen Teilen Nelly Sachs wie Paul Celan zugeeignet werden sollte. Und bevor es zu dieser Nobelpreisspannung kam, war einige Jahre zuvor in Zürich ein für beide unerhört wichtiges Zusammentreffen in einem Hotel zum Storchen, das ein wichtiges Gedicht auch ausgelöst hat in Celan, wo es um Geschichte und um Glauben geht. Was war das für ein Verhältnis zwischen diesen beiden? Das war eine emphatische Annäherung schon in den 50er Jahren, wo beide sich erkannten im anderen. Nelly Sachs, 1891 in Berlin geboren, also eigentlich gehört sie zur Generation 30 Jahre älter, also der Elterngeneration, und sie nannte ihn dann immer den Bruder. Er hat sie als seine Schwester verstanden, eine Schwester, die er im Leben nicht hatte. Und man muss sich auch immer klar machen, dass Nelly Sachs, das ist ja so ganz kennzeichnend, an der gleichen Krankheit litt. Sie hat sich verfolgt gefühlt in Stockholm. Sie brauchte lange Aufenthalte in psychiatrischen Anstalten, um damit eine Linderung geschehen konnte. Und das Zerwürfnis setzte in den 60er Jahren ein, als Celan bemerkte, dass Nelly Sachs vom deutschen Literatur- und dem politischen Betrieb doch etwas vereinnahmt wurde. Sie erhielt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, sie wurde Ehrenbürgerin von Berlin. Man sagte ihr in ihrem Werk, versöhne sich das Jüdische mit dem Deutschen ohne Widerspruch. Das musste einen so geschärften Widerspruchsgeist wie Celan, ein Dialektiker, nur auf den Plan rufen. Und er hat ihr vorgeworfen, dass sie doch sich zur Repräsentantin des deutschen Judentums mache in dichterischer Gestalt, also dass sie den Purpur dieser Versöhnung anziehe. Ich hätte Zweifel, ob er wirklich damit recht hat, ob er ihr hat Gerechtigkeit widerfahren lassen. Schließlich hat Nelly Sachs dann doch den Literaturnobelpreis, sie hat erwähnt, es erhalten und nicht Celan, aber es spricht für die Weitsicht und die Qualität der damaligen Literaturnobelpreiskommission, dass sie Celan in die engste Wahl gezogen hat. Und eine Kombination oder ein geteilter Preis von Nelly Sachs und Paul Celan wäre natürlich auch ein großes Signal gewesen. Es hätte aber die Auseinandersetzung zwischen beiden, vor allem die Auseinandersetzung Celans mit Nelly Sachs, nicht gemildert, sondern noch verschärft. Aber man muss wirklich sagen, dass die tiefste, fast schon theologische, poetisch-theologische Auseinandersetzung Celans dokumentiert ist mit diesem, in diesem Gedicht Zürich zum Storchen. Ich sprach vom Du, vom Aber-Du. Ich ließ das Herz, das ich hatte, hoffen. Du sprachst von Gott. Ich sprach vom Gegengott, von Du und Aber-Du. Immer wieder bringt
Celan hier seinen Widerspruch zur eigentlich gläubigen Nelly Sachs zur Sprache. Also kann man vielleicht davon sprechen, wenn ich es richtig verstehe, dass Celan gegenüber Nelly Sachs, wenn man beide vergleicht, in zweifacher Weise unversöhnt blieb, zum einen im Politischen, dass er dort sozusagen stärker auf dem Hinweis von dem, was passiert ist, nicht versöhnen wollte mit seiner Dichtung, und zum anderen auch, dass er nicht wie Nelly Sachs in seiner Dichtung die Möglichkeit der religiösen Versöhntheit in gleicher Weise auch zum Ausdruck gebracht hat, sondern auch dort blieb etwas Offenes, etwas Wundes, etwas, er beschreibt es, Wirklichkeitswund. Wirklichkeitswund und wirklichkeitssuchend, aber Sie bringen es auf den Begriff. Er ist der Dichter des Unversöhnten und Nichtversöhnbaren. Das hat er durch sein Werk und durch sein Leben beglaubigt. Eine Versöhnung kann es nach diesen Erfahrungen nicht geben. Es ist nur eine ganz tiefe Zerrissenheit, und ein tiefer Riss geht durch das Leben und das Werk. Aber wenn ich es auch richtig verstehe, auch die Meridian-Rede, ist ja diese Unversöhntheit gegenüber dem, was im Holocaust geschah, ein Teil, aber im Grunde doch auch die Modernität Celans darin Ausdruck finden, dass das Unversöhnte des Dichterischen eigentlich über die Zeit hinweg in der Gesellschaft kundgetan werden muss, dass der Dichter immer einer ist, der in einer Gesellschaft lebt, wenn man Georg Büchner ernst nimmt, die eine falsche Versöhnung sucht. Also bei Ihnen klingt das dann fast schon wie eine Apotheose, also eine Glorifizierung der Unversöhntheit, das weiß ich nicht. Zumindest eine Verlängerung in die Geschichte hinein, so möchte ich sagen. Ja. Und ich glaube, man muss es, beides gehört auch zusammen, nicht wahr? Die historische Erfahrung und der poetische Ausdruck gehören eben zusammen. Und ich glaube, und insofern haben Sie recht, und dafür ist Büchner ein früher Ausdruck, es gibt keine Versöhnung. Und wenn es eine Versöhnung gibt, mit dem Wort von Adorno als erpresste Versöhnung, dann ist es schlechte Literatur. Gute Literatur handelt vom Unversöhnten, in unserem Leben, vom Nicht-Erreichten, vom Defizienten, eben auch doch vom Unglück mehr als vom Glück. Das ist uns, glaube ich, das ist der Auftrag der literarischen Moderne, und das macht den Rang von Celan, allerdings auch von Nelly Sachs, vor allem von den späten Werken von Nelly Sachs, aus, dass sie eben genau davon handeln. Und wir haben es eben auch schon angedeutet, die Auffälligkeit von Paul Celan wie Nelly Sachs, auch im Psychologischen, hat er richtig schwere Ausmaße angenommen. Das heißt, die Unversöhntheit ist eine, die bis in Symptome, Phänomene des Wahnsinns, der psychotischen Erkrankung bei beiden sozusagen gereicht. Das heißt, auch eine biologische sozusagen Aufgeriebenheit beider. Kann man das so sehen? Ich tue mich immer schwer, wenn man das als eine Krankheit bezeichnet, weil man, wenn man es so bezeichnet, natürlich immer ein individuelles Schicksal, eine Abweichung von einer gesellschaftlichen Norm oder von einer unbedingt psychischen Norm begreifen muss. Anders können wir ja Krankheit gar nicht verstehen. Hier ist es aber eine Krankheit, die nicht unsere Gesundheit verbirgt. Das heißt, wir haben, glaube ich, alle als Gesellschaft, als Nachlebende, an dieser Krankheit essentiellen Anteil. Und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern das meine ich schon sehr wirklich. Also wenn Nelly Sachs sich in ihrer Wohnung in Stockholm, in dieser kleinen rosa Kajüte, durchstrahlt fühlte oder verfolgt fühlte von neonazistischen Gruppen, dann muss man eben auch wissen, dass es in Schweden solche neonazistischen Gruppen gab, in Deutschland auch. Wenn Celan Antisemitismus witterte, hat er ihn nicht nur gewittert, sondern es gab tatsächlich welchen. Und das macht, also ich finde immer dieses Lupenmodell, also dass es eine Krankheit ist, die verschärft Elemente der Wirklichkeit ans Licht holt. Gut, ich glaube, dann sind wir einer Meinung, weil ich würde aus meiner Perspektive sagen, diese Erkrankung, auch eine psychotische Erkrankung, kann eine Art seismografische Funktion haben. Sie kann wie eine Lupe, wenn Sie es so sagen wollen, bestimmte bestehende Phänomene viel stärker als das andere können, zum Bewusstsein bringen. Das heißt, derjenige, der vulnerabel ist, der empfindlich ist,
ist nicht ohne Grund empfindlich, weil er eine vielfach höhere Aufmerksamkeit hat für die Phänomene, die krankmachend sind. Genau. Wird uns da einigen können? Das werden wir uns einigen. Insofern gibt es so etwas wie nochmal eine Historizität des Krankheitsbildes. Ja, und das glaube ich tatsächlich auch. Das Interessante ist nur, dass das ganz wenig erforscht ist. Das ist etwas, wo wir nun sind auch noch die Krankenakten von Zähler nicht zugänglich. Er hat Tagebuch geführt in diesem berühmten Krankenhaus Santa Ana, in dem er war. Also das ist eine Frage, die uns immer noch beschäftigen wird. Aber ich glaube, mit der Hypothese, die Sie formuliert haben, da haben Sie vollkommen recht. Ich glaube, da wäre er auch ganz nah an Karl Jaspers. Wir sprachen nicht davon, dass Friedrich Hölderlin für Celan vielleicht der wichtigste deutsche Dichter war. Er hat im März 1970, wenige Wochen vor seinem Selbstmord noch in Stuttgart, zum 200. Geburtstag von Hölderlin eine Lesung gehalten. Und Jaspers als Psychiater und Philosoph hat gleichermaßen Hölderlin als Kranken, als jemand, der am Übergang zur Krankheit steht, hochgeschätzt als Seismographen einer Gesellschaft, die dürftig ist und die in diesem Sinne vom Dichter zu kritisieren ist. Da wäre doch eine Parallele. Da gibt es, glaube ich, eine Parallele. Die Nähe zu Hölderlin ist sicher ganz groß, das ist richtig. Und das ist ja die Koinzidenz, dass die Jahrestage sich wieder kreuzen. Darum gibt es in Marbach auch die Ausstellung Hölderlin und Celan. Der andere Dichter, der ihm besonders nahe stand, war Büchner. Und Büchner war Arzt. Ein Arzt, der sich durch sein Werk natürlich ganz stark mit Pathogenesen auskannte und die Biografien einfach auch immer als Krankengeschichten verstand. Oder wie Rachel Farnhagen im 19. Jahrhundert mal gesagt, unsere Lebensgeschichten sind unsere Krankengeschichten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Moment, was wir bedenken müssen. Überhaupt die Nähe zu Karl Jaspers in den 60er Jahren, Wohin treibt die Bundesrepublik, ist ein Buch, das Celan sehr beschäftigt hat. Auch sein grundlegendes... Die allgemeine Psychopathologie. Psychopathologie hat er genau studiert. Es hat leider keine Begegnung gegeben. Es hätte noch eine geben können. Karl Jaspers ist 1969 gestorben, kurz bevor Celan starb. Also beide hätten einander in der Schweiz treffen können, vielleicht auch vermittelt durch Heidegger, aber es hat nicht stattgefunden. Nichtsdestotrotz gibt es da diese gedankliche Nähe, die Sie skizziert haben. Herr Spahr, wir sind leider schon mal Ende unserer Stunde. Ich glaube, hier ist ein großer Doppelpunkt. Wir müssten weitermachen. Martin Heidegger, ein weiteres wichtiges Thema, was Paul Celan, Karl Jaspers und Friedrich Hölderlin auch verknüpfen lässt. Andere Themen wären wichtig, auch die Freunde aus der Tschernowitzer Zeit, die er am Ende des Lebens nochmal kennenlernt, nochmal trifft. Seine Liebesverhältnisse, seine Ehe, all diese Dinge sind auch, glaube ich, lebensweltlich wichtig, um diese komplexe Persönlichkeit in seiner, ich will sagen, seiner utopischen Kraft, aber auch seiner Verwurzeltheit in bestimmten Lebensverhältnissen, die er auch hatte, zu verstehen und in dieser Verwobenheit des Menschen, der aus einer Welt kommt und der zugleich in dieser Welt nicht aufgeht, der auf etwas hinzieht, was über diese Welt hinausgeht. Könnte man das so sagen? Ich glaube, das kann man so sagen. In einem seiner letzten Gespräche mit dem Freiburger Germanisten Gerhard Baumann haben beide Herren aus einem Jahrgang 1920 sich darüber unterhalten, wie wird man Celans Gedichte später einmal lesen. Wir, die nachfolgende Generation oder die künftige Generation oder künftige Generation. Und Celan hat gesagt, er verstehe seine Gedichte als Entwürfe kommender Erinnerungen. Das heißt, Entwürfe kommender Erinnerungen, wie wird sich die nachfolgende Welt an das erinnern, was in der Vergangenheit geschehen ist. Herr Spahr, ich danke Ihnen für das Gespräch. Eine gute Heimreise nach Berlin. Bis zum nächsten Mal, Ihnen zu Hause.